Der Begriff Ethik ist ein wichtiger Begriff in der Philosophie. Er beschäftigt sich mit dem richtigen und falschen Verhalten. Oder auch mit der Frage, was ist gut und was ist schlecht oder was ist böse. Wie du dir schon denken kannst, lässt sich auch diese Frage nicht so leicht beantworten und es gibt hier keine endgültige richtige oder falsche Antwort. Auch andere Begriffe der Philosophie spielen hier eine wichtige Rolle. Die Begriffe der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Man könnte vielleicht sagen, etwas, das wahr ist, ist wahrscheinlich auch gut. Wenn ich meine Entscheidungen nach der Wahrheit ausrichte, dann werden sie wahrscheinlich auch gut sein. Der Philosoph würde jetzt weiter fragen, was aber ist denn gut? Gut für mich? Gut für andere? Ist etwas, was jetzt gut ist, auch morgen noch gut? Oder in einem Jahr? Der Begriff der Ethik oder die Vorstellung vom richtigen Verhalten hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. In der Antike beschäftigten sich die Philosophen mit der Frage nach dem Guten und guten Handlungen. Aristoteles entwickelte die Tugendethik, die darauf abzielt, ein gutes Leben durch die Entwicklung guter Charaktereigenschaften, guter Tugenden zu führen. Im Mittelalter glaubten Philosophen wie Thomas von Aquin, dass ein gutes Leben im Einklang mit dem Willen Gottes steht. Das Problem war natürlich herauszufinden, was der Wille Gottes ist und wer bestimmen darf, was dieser Wille genau ist. Eine wichtige Idee der Ethik entwickelte der Philosoph Immanuel Kant. Sein kategorischer Imperativ sagt, dass wir so handeln sollen, dass unser Handeln als Gesetz für alle Menschen gelten könnte. So sollten wir nicht lügen, auch wenn es uns oder anderen schadet, weil wir nicht wollen, dass andere Menschen uns anlügen. So wie der Satz, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Aber es geht noch weiter. Nur weil es für mich nicht schlecht ist, muss das noch nicht für alle Menschen gelten. Zum Beispiel, wenn es mir nichts ausmacht, dass mich jemand schlägt, muss es nicht auch für andere Menschen okay sein, geschlagen zu werden. Eine weitere Idee der Ethik ist, dass unsere Handlungen davon abhängig sind, wie viel Glück oder Leid sie verursachen. Ziel ist Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen. Da aber Glück für jeden Menschen etwas anderes sein kann, ist dies eine schwierige Idee. Jeder Mensch sollte die Freiheit haben, sein eigenes Glück zu finden, aber dabei die Freiheit und das Glück des anderen nicht einschränken. Heute sind ethische Fragen, die unsere Umwelt betreffen, immer wichtiger. Welche Verantwortung haben wir gegenüber zukünftigen Generationen? Wie sollen wir Tiere behandeln? Welche Rechte haben Tiere? Aber auch Fragen, die Leben und Tod betreffen. Kann es richtig sein, darüber zu entscheiden, ob ein Leben beendet wird? Entweder ein Arzt bei einem todkranken Menschen oder ein Richter, der über den Tod eines Mörders bestimmt. Diese Entscheidungen sind oft nicht nur schwierig, sondern manchmal eigentlich gar nicht lösbar. Man spricht dann von einem Dilemma oder einer Zwickmühle. Egal wie man sich entscheidet, ist die Entscheidung falsch. Dazu gibt es ein interessantes Gedankenexperiment, das Trolley-Problem. Stell dir vor, du stehst an einem Bahngleis, an dem ein Zug ankommt. Es gibt zwei Gleise und eine Weiche. Auf dem Hauptgleis arbeiten 5 Menschen, auf dem Nebengleis aber nur ein Mensch. Du kannst den Zug durch die Weiche umleiten. Was würdest du nun tun? Wenn du die Weiche betätigst, stirbt nur ein Mensch. Und wenn du nichts machst, sterben 5 Menschen. Unmöglich, hier eine richtige Entscheidung zu treffen. Es stirbt auf jeden Fall jemand. Aber wie entscheidest du dich? Wäre deine Entscheidung anders, wenn die 5 Menschen auf dem Hauptgleis alt und auf dem anderen Gleis ein Kind wäre? Oder würdest du anders entscheiden, wenn du jemanden von den Menschen kennen würdest?